Sogar eine sehr hübsche Enterung. Mit der können wir jetzt nach Nekataka zurückkehren. Aber ja, so wie es aussieht, verbrauchen wir Reparaturvorräte, um beides gleichzeitig zu reparieren. Ein lethargischer, unförmiger Vogel lässt ein feuchtes Sendschreiben an Deck fallen. Lesen. Probiert den kleinen Tierschnetzler aus. Der Schnetzler ist ein handlicher, von moralischen Bedenken befreiter Apparat, der aus einer authentischen, ingvitalischen Ausgrabungsstätte stammt und dessen einzige Funktion wiederhergestellt wurden. Lass einfach dein liebstes Haustier auf einer Seite hinein und der Schnetzler erledigt den Rest. Doch das Beste kommt erst noch, denn der Schnetzler hat ein Gedächtnis. Hast du einen weißen Vogel hineingestopft? Das weiß er noch. Ein lila Schweinchen, als wäre es gestern gewesen. Er erinnert sich sogar an die Stärke und Schwächen des Tieres und seine liebsten Orte für ein Geschäft. Daher kommt dein pelziger Freund auf der anderen Seite des Schnetzlers nicht wieder so heraus, wie er hineingegangen ist. Nein, was herauskommt, ist etwas völlig anderes, etwas Besseres, jedenfalls manchmal. Und da fängt der Spaß erst richtig an. Kombination. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Vogel, der denkt wie ein Schwein, oder einer Katze, die denkt wie eine andere, bessere Katze? Der Schnitzer liefert dir alles, all das und noch viel mehr. Du wirst mir einen Gefallen von wahrhaft ischischen Ausmaße tun, wenn du den Kleintierschnitzer einmal ausprobieren würdest. Wenn die Leute sehen, wie du ihn benutzt, werden alle einen haben wollen. Ich habe den Schnitzler an die hinterste Wand im dunklen Schrank in Perikis Aussichtspunkt in die Kataka gestellt. Der Schnitzler steht direkt westlich von dem hölzernen Kerl. Ein Freund und Tierfreund. PS, ich habe den einen schon präpariert, sodass keine Orlaner mehr eingesetzt werden können. Dabei habe ich alles auch gleich noch einmal gründlich geschrubbt. Gern geschehen. Ich mache das Ding kaputt. Sind die wahnsinnig? Ich zerstöre das Teil. Ah, Nekataka, hi. Vorräte. Ja, ich könnte mir eine DAU leisten. Minimummannschaft 7, Rumpfzustand, Segelzustand, Trefferchance, Richtung umkehren. Ja, erfordert mindestens 7 Leute Mannschaft. Und das ist halt das größte Teil mit 9 Mannschaft. Galeone das zweitgrößte. Ah, wobei die Dschunkel, Rumpfzustand 90, Segelzustand 60. Ah, 120, 40. Und die Seefahrer. Questgegenstand, als die alten Huana 60, 25. Klingt nach etwas schon mal Besserem als meinem aktuellen Schiff. Wenn mein aktuelles Schiff ist ja eine Schaluppe. Und das sind schon alle Triumphe, die ich mit der Schaluppe gewonnen habe. Hat Segelzustand 25, Rumpfzustand, ja, habe ich ja auch das hier, also 20 und 2050. Wo kann ich die genau einsehen, die Dinger? Weil hier sind sie nicht unter den Schiffssachen. Hier. Du hast 60, 25, hast damit also schon mal 5 mehr Segel und 10 mehr Rumpf. Ja, wahrscheinlich werde ich jetzt mal auf eine Seefahrer umsteigen. Da es kein spezielles Kanonendeck hat, wurden die Kanonen auf dem Hauptdeck montiert. Ja, und dann werde ich auf eine DAU umsteigen. Es gibt echt so viele Köche, die ich anheuern kann. Ich will was Vernünftiges anheuern, wie die Kanonierin da zum Beispiel. Ah, aber Futter. Bier. Tarleib.
Bier, wenn ich... Oh, das wäre ein bisschen teuer, aber ich würde 50 Bier mal nehmen. Und dann gucken wir mal. So. Bevor wir uns aber es in Nekataka gemütlich machen. Eine Gruppe Prinzipi bemerkt dich und kommt in der Straße auf dich zu. Wollt ihr jetzt wieder Ärger machen? Sieh mal einer an, was wurde in deinem Hafen angespült? Ah, ja. Ein Zauberer und ein Gentleman, das ist Seraphins Quest. Seraphin hält inne, während die anderen Piraten sich nähern. Seine Hände sind mit Fäusten geballt. Die Hitze seiner Wut zieht über deine Haut, durchdringt sie und bringt schließlich deine Gedanken zum Poppen. Hold up, Cap. That be Malnage, the High Queen Sea Devil of the Deadfire itself. Awaiting us like a shark in eight. Warte, Captain, das ist Malnash persönlich, die fürchterlichste Seeteufelin des Todesfeuers, die da auf uns wartet wie ein Hai im Flachwasser. Wer? Malnash, former shiphunter of the Sorcerer, taught me the trade, theoretically. Malnash, ehemalige Schiffsjägerin auf der Zauberer, hat mir das Handwerk beigebracht, theoretisch. Ein Blitz aus eiskaltem Hass schneidet durch die Hitze von Seraphins Wut und droht dich zu überwältigen. Na komm, lassen wir mal kommen. Schmerzende Schultern, schmerzende Handgelenke, gefesselt und geknebelt. Das dreckige Tuch in deinem Mund ist durchnässt und salzig und jeder Atemzug fühlt sich wie der letzte an. Du hängst vom Bugspriet, spürst das Ansteigen und Sinken der Wellen und das eiskalte Meerwasser. Malnash schreitet von der Reling herunter. Du sollst es ignorieren, sagt sie. Es ignorieren und dich konzentrieren, du nutzt diesen Sack Spinnenscheiße. Die Realität kommt über dich wie eine Brandungswelle bei Flut. Captain? I've heard a mess and a half about you. Mostly good. Though I see your taste in company could use some refining. Captain Hagrin, hab schon so einiges über dich gehört. Mein meist Gutes. Obwohl dein Geschmack in Sachen Begleitung zu wünschen übrig lässt. Die Orleanerin deutet hämisch grinsend auf Seraphin. Typical Malnash. Can't match my skill, so you try to spew shit. Typisch Malnash. Kannst nicht gegen mich anstinken, also redest du Mist. Boy. When you're as old as me, your skill will still be naught more than the untrained fumbling of an Adiran maid to the refined workings of my mind. Jungchen, wenn du so alt bist wie ich, werden deine Gedankenspiele im Vergleich zu meinem scharfen Geist immer noch wie das inkompetente Gefummel einer edirianischen Maid wirken, klar? Die Seemänner hinter ihr kichen. Was führt dich hierher, Malnash? Wer Seraphim beleidigt, beleidigt auch mich. Seid ihr zwar jetzt fertig, ich habe Besseres zu tun. Nehmen wir mal die Eid. Your run-ins with Captains Benweth and Ferrante. Meeting the old Principe seems like. Almost makes a girl green. The envy of missing the party. Hab von deiner Begegnung mit den Kapitänen Benweth und Ferrante gehört. Scheint, als würdest du mit den ganzen Principe palavern, was? Da wird deine Frau fast grün vor Neid werden. Ich verpasse hier alles. Sie grinst, ihr Mund ist voller, spitzer, gelber Zähne. I'm tracking a man by the name of Rimaro. Traitor to the cause. Ich suche einen Mann namens Rimaro, einen Verräter unserer Sache. Rimaro ain't no traitor, you mind-blind sack of squid squirts. Rimaro ist kein Verräter, du verblendete Tintenfischlutscherin. Seraphin grummelt mit geballten Fäusten und gestreutem Fell. Du kannst spüren, wie sich der Ärger in ihm aufbaut und herausbricht. Die Welt vor deinen Augen beginnt zu verschwimmen. Dann lassen wir es mal kommen. Ein harter Schlag auf deine Wange und dein Kopf schlägt auf Holz auf. Etwas Nasses fließt an deinem Hinterkopf herunter und verklumpt dein Fell. Über dir steht Malnash mit geballten Fäusten. Dein Mund schmeckt nach Kupfer. Dann kommt ein alter Mann, seine Augen gleichermaßen von Wut und Güte erfüllt. Er zieht Malnash von dir weg, schreit sie an, wendet sich dir zu. Die Wut verfliegt. Der Zorn vergeht und deine Vision löst sich in die Straße von Nekataka auf. Captain. There'd be a bounty of some 4,000 pounds on Rimaro, quick or dead. I'd be willing to cut you a tenth of that, here and now, if you give me any knowledge you might have stumbled across on your travels. Captain, auf Rimaro würde ein Kopfgeld von 4,000 Pfand ausgesetzt, lebend oder tot. Wenn du mir irgendwelche Informationen geben kannst, über die du auf deinen Reisen gestolpert bist, gebe ich dir hier und jetzt ein Zehntel davon. Sie sieht flüchtig zu Seraphin herüber.
Ich weiß nichts davon. Meine Augen verengen sich zu dünnen Linien in ihrem ergrauten Fell und sie zieht die Lippen von ihren scharfen Zähnen zurück. Careful, Watcher. You don't want to go making yourself an enemy of the Principi Sen Petrella. Anyone aids our enemy shares their fate, you know? Vorsichtig, Wächter, du wirst nicht auf der Feindesliste der Principi Sen Petrella stehen, glaub mir. Und jeder, der unseren Feinden hilft, kommt auch auf diese Liste, klar? Sie zieht einen Finger über ihre Kehle. Fare thee well, Captain. See you around, Seraphin. Auf Wiedersehen, Captain. Man sieht sich, Seraphin. Sie dreht sich um, führt ihre Besatzung weg. I hear you. Okay. Das war... Ein Zauberer und ein Gentleman, oder? Eine Piratenkapitän namens Mana traf ich auf der Straße. Auch sie sucht nach ihrem Maru und fragt nach Informationen über den Flüchtigen. Ich habe Malnash nichts von Udain gesagt. Ja, jetzt bitte weiter. Wenn diese Malnash nochmal kommt, gerade wahrscheinlich, die wird uns wahrscheinlich folgen, bis wir sie zu ihm, zu Seraphins Freund geführt haben. Wenn sie aber dann nochmal auftauchen sollte, dann verliert sie ein bisschen Fell. Und vielleicht den Kopf. So, Makotos Verdeck haben wir hier noch. Und wir haben noch Feovanne hier. Ja, Makotos Verdeck, da war ein Sumpflaurer. Mit Sumpflauchern dürften wir uns allerdings anlegen können. Du kehrst zur Lichtung außerhalb im Dschungel von Nekataka zurück. Vom Rand des Gebüsches siehst du mehrere Laure inmitten einiger weniger knolliger Feuchtspuren. Die urweltlichen Geschöpfe fahren fast vollkommen ruhig und scheinen nicht bedrohlicher zu sein als die Bäume um sie herum. Einen magischen Köder benutzen. Ja, nehmen wir mal die geistigen Verbündeten. Xoti singt leise und führt einen komplexen Ritus durch und ruft dadurch etwas am anderen Ende der Lichtung herbei. Es kracht dadurch das dichte Gestrüpp. Die Laura drehen sich langsam um, stampfen dem Geräusch hinterher. Die Spuren bleiben jedoch hier. Ja, ich kann jetzt erstmal die Spuren ausschalten, die gefährlicher sind, weil sie meine Leute kontrollieren können. Ohne mich gleichzeitig mit den Laurern anzulegen. Die Laura werden aber früher oder später zurückkommen. A shadow comes to muddy the light. I light the darkness. Now you be right, rude. Could you do something to put a little pep in my step? Vor allem scheinen wir gegen die Feuchtsporen etwas immuner zu sein. Oh, Frostsucher, das ist ein sehr schöner Bogen. Macht aber nicht sonderlich viel Schaden. Schießt aber 3 Geschosse ab. Wow. Nicht für den Nahkampf gemacht. Schaden, Genauigkeit, Durchschlagskraft, feuert mehrere Geschosse bei leicht verringertem Schaden ab. Frostschaden, Galanzake, Frost, die Wirkungsbereich, Schaden auf Ziel bei kritischem Treffer. Ach ja, Wauwau kann auch mal hier runter. Den Zettel würde ich gern behalten. Ich probiere mal aus. Wie kann ich ihn aufwerten? Galans Odem ist schon. Ich könnte ihn auch hervorragend aufwerten.
Was auch teuer ist. Okay. Happily. Happy to. Uh-huh. Wir haben noch Trixie eingesammelt. Plus 25 vorwärts kommen. Und treffen ein kritische Treffer.